Jeder Grashalm zählt. Milchbauer Markus Galster aus Gosberg bei Forchheim schätzt die energiereiche Grassilage, die quasi vor der Stalltür seiner 60 Kühe wächst. Futter wird immer teurer. Umso besser, wenn es von den eigenen Flächen kommt. Aber in der fränkischen Schweiz regnet es viel zu wenig für üppige Grasernten. Markus Galster hat Glück. Er kann seine und die Wiesen anderer Landwirte im Tal der Wiesent bewässern. Wie bereits sein Vater und der Großvater staut er Wasser aus einem Seitenarm der Wiesent und leitet es über ein gut 500 Jahre altes Grabensystem gezielt auf sogenannte Wässerwiesen. Der Landwirt wässert ein sogenanntes Gewanne, meist etwa 10 Stunden. Dann folgt die nächste Fläche. Auf den ersten Blick sieht das nach Wasserverschwendung aus. Die Leute sehen halt dann das Wasser, dass die Wiesen da geflutet werden und vor allem da an der Kreisstraße, dass da Wasser vergeudet wird, ihren Reden nach. Warum? Dass man sagt, die Wiesen hat Niedrigwasser, es leiden die Fische und da ist das Wasser in Überfluss und wird noch Wiesen gewässert. Nur da muss man sich auch rechtfertigen, dass man eigentlich diese Kulisse, diese Wässerkulisse erhalten will und muss, weil sonst ändert sich ja da die ganze Kulturlandschaft. Reger Flugverkehr. Bis zu 50 Störche auf einer bewässerten Wiese sind in der Flur bei Gosberg keine Seltenheit. Eine Art Kneippkur auf der Wiese. Wer mehr über diese besondere Kulturlandschaft erfahren möchte, kann mit Julia Schrade vom Landratsamt Forchheim das Gebiet erkunden. Die Geografin bietet Führungen an und betreut die Wässerwiesen als Projektmanagerin. Ihr Ziel? Die Artenvielfalt und ökologische Besonderheit erhalten. Das Modell zeigt, wie das Bewässerungssystem funktioniert. Und hier sieht man jetzt sehr gut, wie das Wasser über die Gräben tritt und die Wiesen wässert. Von den gefluteten Wiesen fließt das Wasser zurück Richtung Wiesent, einem Zufluss der Regnitz. Ist der Pegelstand der Wiesent zu niedrig, dürfen die Wiesen nicht gewässert werden. Seit 500 Jahren gibt es das System. Und weil es etwas Besonderes ist, wurden die Wässerwiesen 2021 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Eine Tradition, die sich bewährt hat. Also das heißt, das Gewanne, wo da unten die Störche sieht, das wird jetzt durchgewässert. Dort, wo die Störche sind, dort ist jetzt meine Wassergrenze, wo sie die Wiesen fluten. Und warum? Weil dort Mäuse, die Würmer hochkommen und das ist für denen die Nahrung. Das Wässern macht die Auenlandschaft zu einem besonders artenreichen Lebensraum. Von Bauern geschaffen und erhalten, betont die Geografin. Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling etwa ist hier neben 23 Libellenarten und seltenen Sumpfschrecken ebenso nachgewiesen wie der seltene Wachtelkönig und das Braunkehlchen. Die biologische Vielfalt, die sich durch diese wechselfeuchten Bedingungen hier etabliert hat, das ist einfach. Es ist toll, das zu sehen, nicht nur der Mensch oder die Natur, sondern beides zusammen. Und das Wasser als Element, Wasser ist Leben, was das Ganze zusammenbringt und verbindet, das ist natürlich eine wahre Bereicherung hier in unserem Forchheimer Land. Von Mitte Juni bis September ist Landwirt Markus Galster jeden Tag und manchmal auch nachts unterwegs, um Wasser aus der Wiesent nach Bedarf zu lenken und zu dosieren. Es lohnt sich. Er kann von seinen Wiesen 4-mal im Jahr Futter heimbringen. Im trockenen Franken eine echte Ausnahme. Was das Meer an Wasser in der Natur bewirkt, zeigt sich auf Julia Schrades Streifzügen. Dass Wasser hier auf großen Flächen versickert, davon profitiert auch die benachbarte Stadt Forchheim, die immer größer wird. Bei den Stadtwerken muss man sich keine Sorgen machen, dass der Grundwasserspiegel sinken könnte oder Nitratgrenzwerte überschritten werden. Deshalb wollen auch die Stadtwerke, dass die Wässerwiesen erhalten bleiben. Projektmanagerin Julia Schrade kümmert sich um Fördergelder, damit alte und marode Stau- und Wehranlagen erneuert werden können. Mit der Klimakrise, mit Trockenstress und gleichzeitig immer häufigerem Starkregen gewinnt das alte Prinzip der Wässerwiesen an Bedeutung, als Hochwasserschutz und als Puffer in der Fläche.
Anfang des 16. Jahrhunderts haben Bauern hier das Bewässerungsrecht erworben und Gräben geschaufelt. Es hat sich gelohnt, auch und vor allem für ihre Nachkommen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.